Was haben wir erworben? CFB 64, 65, die Commerzbank-Türme in Frankfurt. Das sind parallele Fonds, die gelaufen sind, mit 42% erworben. CFB 104, Lindenkorso in Berlin. Da ist VW als Mieter drin mit 51%. CFB 111, Maritim Hotel Köln, ein Fonds, der im Augenblick relativ günstig ist mit 93%, weil dort sind Umbau- und Renovierungsmaßnahmen, die dort durchgeführt werden, die zum Teil von der Maritim Hotelgesellschaft bezahlt werden, zum Teil eben auch von der Fondsgesellschaft. Damit sind die Ausschüttungen für dieses und nächstes Jahr vielleicht auch noch für 3 Jahre insgesamt reduziert und die liegen jetzt bei 5% etwa und werden dann aber wieder auf 10% plus X ansteigen. Den haben wir gekauft zu 93%. DG Wandelhalle Hamburg Hauptbahnhof zu 70%, da werden wir nachher noch mal anschauen. Pressehaus am Alex, ein Leasingfonds mit 49%. KGA Berlin Mitte 2, das NH-Hotel in der Leipziger Straße mit 66%. Und IBV Alexanderhaus, den hatten wir vorhin schon mal gesehen, mit im Schnitt von 71%. Über 40% unseres Volumens sind in Core-Immobilien investiert. Und zwar den engen Begriff. Und wenn ich es mir anschaue, zum Beispiel ein Main-Taunus-Zentrum, kennen Sie sicherlich alle, in Frankfurt, Sulzbach genau genommen. Sulzbach ist natürlich keine Core-Lage, aber das Zentrum ist gut. Oder ein Olympia-Einkaufszentrum in München, das irgendwann in den 70er Jahren mal als Fonds aufgelegt wurde. Das sind hervorragende Investments, aber es sind keine Core-Lagen. Für Handel ist das eine echte Core-Lage. Weil sie haben viele Parkplätze, was braucht man heute, wenn man so ein Einkaufscenter betreibt? Man braucht erstmal viele Parkplätze, denn die Leute wollen nicht das, was sie eingekauft haben, durch die ganze Stadt schleppen. Also es ist durchaus, sind das auch Vorlagen. Wenn man diesen erweiterten Begriff nimmt, dann liegen wir bei etwas über 60%, was in Core oder Core 2 bei uns investiert ist. Hamburg. Wer mal nach Hamburg mit der Bahn fährt, kommt am Hauptbahnhof raus. Es gibt andere Bahnhöfe noch, aber im Hauptbahnhof, das ist eben der größte auch. Und da finden Sie die Wandelhalle. Das ist also praktisch dieser Teil im Hauptbahnhof, wo dieser ganze Gastronomiebereich, Food Court nennt sich das ja auf Deutsch, auf Norddeutsch, untergebracht ist. Auch ein paar Einzelhändler. Das ist ein Fonds, der ursprünglich mal von der DG Bank aufgelegt wurde, 1988, da hat die DG Bank die Garantie gegeben, dass dieser Fonds funktioniert und hat einen Generalmietvertrag abgeschlossen. Dieser Generalmietvertrag läuft jetzt aus, 2016 genau gesagt. Dann stehen die Mieten komplett dem Fonds zur Verfügung. Das heißt, die Ausschüttungen werden im Augenblick 4,5% auf etwa 10% steigen. Und diesen Fonds haben wir mit 70% angekauft. Das heißt, wir erwarten eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite über 10 Jahre hinweg von über 9%. Den habe ich Ihnen schon mal vorgestellt. Hier nur mal eins. Wir haben hier eine Auflösung 2017. Wir haben ja für 42% gekauft. Wir haben ein Auflösungsergebnis 2017 von 40%, weil es ein Leasingfonds ist. Haben aber in der Zwischenzeit Ausschüttungen von 9,8%. Das heißt, ich habe eine relativ aufs gebundene Kapital eine Ausschüttung von 21,9%, fast 25%. Ich glaube, das rentiert sich. Und wenn die Commerzbank sagen würde, wir wollen diesen Fonds nicht auflösen, wir wollen ihn weiterlaufen lassen, dann laufen diese 22% noch bis 2027. Selbst wenn dann nichts mehr rauskommt, hat sich das Investment immer noch rentiert. Aber ich vermute, dass die den Fonds auflösen, so à la Deutsche Bank mit ihren beiden Türmen den Fonds dann wieder neu an den Markt bringen. Ja, wie profitieren Sie? Auch wir starten erstmal als Blindpool und kaufen dann an. Wir haben auch schon ein Initialportfolio, das ich Ihnen vorstellen kann. Aber was brauchen Sie dafür? Sie brauchen Klarheit
was wir erwerben wollen. Wir erwerben nur KG-Fonds. GBR-Fonds werden wir nicht ankaufen, auch wenn es Fonds gibt mit Haftungsbegrenzung etc. Von außen her kann eine GBR immer von einem Kreditinstitut oder von einem Gläubiger in Anspruch genommen werden, ohne dass er sich an diese Haftungsbegrenzung hält. Das wirkt intern dann. Und wir wollen uns nicht da mit den anderen Anlegern auseinandersetzen müssen, um das Geld dann wieder reinzubekommen. Prospektierte Eigenkapital muss vollständig eingezahlt sein und der Fonds muss vollständig investiert sein. Ganz wichtig, um zu sehen, wie sind die Mietverträge, wie sind die Ergebnisse, was ist wirklich investiert worden, wie sind die Finanzierungen aus, wie viel Kapital steht insgesamt zur Verfügung. Nutzungsarten, Büro, Einzelhandel, Hotel, Wohnen, auch Sozialimmobilien, wobei wir Sozialimmobilien nicht präferieren, aber wir kaufen durchaus auch mal gute Investitionen in diesem Bereich an. Standorte, etablierte Standorte in Deutschland, also im Regelfall sind es Städte ab 100.000 Einwohner oder Ballungsräume eben auch mal ab 500.000 Einwohner, um zum Beispiel auch Eschborn mal mit reinnehmen zu können.